Gut, da warte ich auch mal in den nächsten Punkte für den Kevin Wurstbrot. Charisma 2. Dafür Faulheit auf 9 fürs Kopfkino. Nee. Samon. Jetzt bitte nicht so, dass hier eine Stadt auf einmal Kevin Wurstbrot heißt. Oder du musst halt wirklich genau den Moment abpassen, wenn halt hier jemand geboren wird, ein Enkel, Sohn, was auch immer nochmal, dass du dann nochmal schnell wirkst. Namensvergabe. Es geht ja schnell, relativ. Kann ja dann versuchen, dran zu denken, nachzufragen, hat denn gerade jemand die Punkte für die Namensvergabe? So, weiter geht's. Ich tröde hier schon wieder rum, es tut mir leid. Ich wollte mal gucken. Hier, Ausbau. Was haben. Was haben die halt gebaut? Die haben schon die Bollwerke. Gut, die haben die Kaserne. Okay, auch gut. Lagerköche möchte ich wieder weghaben. Ersetzen durch. Bündnis ausgelaufen. Oh! Unser irisches Bündnis ist weg. Oh. Ein Handelshafen wäre doch ganz nice für Entwicklungszuwachs und Einkommen. Ja. Anstelle dieser kleinen Häfen da, oder was das war? Nee, was war es vorher? Verdammt. Was war es vorher? Dieses Lagerdings. Irgendwas mit Lager war das vorher. So, jetzt dauert es erstmal 14 Monate, bis etwas abgerissen wird und dann das nächste gebaut wird. Ach hier, Lagerköche, genau. Lagerköche können weg. Hattest du keinen Erben? Doch, du hast einen Erben. Könnte ich mit dir das Bündnis nochmal neu aushandeln? Nö. Okay. Es würde alles wahrscheinlich auch mehr Sinn machen, wenn ich hier das Bündnis in Anspruch nehme. Nebenehepartner und so. Ach so, eine Stadt. Nee, dann Brothafen? Wurstestan? Oder doch lieber was Ernsthaftes, wie du möchtest. Käsetoasthausen würde auch gehen. Wenn die Zeilen reinpassen. Weiß ich nicht, ob es da eine Begrenzung gibt an Zeichen. Er ist schon 63. Sein Erbe wiederum ist 42. Der wiederum hat zwei Töchter, die nicht verheiratet sind. Aber ich habe ja keine... Ah, ich habe ja jetzt alle unter den Hut gebracht. Stimmt. Ich habe ja jetzt alle verheiratet. Voll vergessen. So. Ich glaube, mit dem nächsten Geld, wenn ich so ungefähr bei 60, 70 bin, gucke ich doch nochmal nach weiteren Rittern. So, da ist auch der Sieg passiert. Sehr schön. Meine Kriegsbeteiligung war natürlich bei 0%, ist mir aber auch wurscht. Ich habe dafür ordentlich Geld gespart und einen Bildungsfortschritt erhalten. Gemeinde bekehren ist momentan nicht so krass notwendig. Meinung vom Reichspriester plus 50, einfach mal so. Oder Gemeinde bekehren, Grafschaft benötigt wird, bla bla bla. Was gäbe es noch hier auf der linken Seite? Monatliche Frömmigkeit pro Ritter um 1%. Glaubensschaffungs- und Reformationskosten gesenkt. Ich nehme aber erstmal die Meinung vom Reichspriester. Frömmigkeitsstufen Auswirkungen um 100% erhöht. So. Der liebt mich jetzt. Vielleicht wird er sogar mein Freund. Und allein dadurch bekommen wir aus den ganzen Besitztümern 2,2 Steuern pro Monat. Das ist schon mehr als ein Drittel von unserem gesamten Einkommen. Nice. Nice, nice, nice. Und 1000 Aufgebote dazu. Apropos Aufgebote. Angenommen, ich würde dir den Krieg erklären, wo ich sogar einen Anspruch habe, was? Moment. Was? Ich habe Anspruch? Nee. Lol, ich bin mächtiger als der französische König. Keine Verbündeten. Uff. Käsetoasthausen, wenn schon. Toasthausen. Ja, eben. Käsetoasthausen, hab ich doch gesagt. Also, someone, weißt du. Ich habe noch keinen Kriegsgrund. Religionskrieg ist noch nicht erfunden, sozusagen. Der kommt ja erst noch. Beziehungsweise, ach nee, es geht ja noch nicht mal ein Religionskrieg. Wir sind ja beide Katholiken. Königreichskrieg kann ich nicht machen, weil ich kein Königreich habe. Ich bin ja nur Herzog. Oh.
Darf ich nicht irgendwie mal einem von euch hier? Theoretisch zumindest so? Nee, es ist immer sofort er. Immer sofort der Lehnsherr, der natürlich seine Vasallen schützt. Ich meine, was auch eine Option wäre, was man, wo man drüber nachdenken könnte, ich könnte versuchen, direkt in Irland zu landen und mir gleich mal Munster zu schnappen. Warum graut er es hier aus? Bietet es mir hier aber an? Hä? Anspruch kaufen? Wäre eine Idee. Ist es ein dauerhafter Anspruch? Nee, ist ein feingelassener. Anspruch erbitten? Oh. Oh. Papstilein, wir haben schon lange nicht mehr miteinander geredet. Ja. Obwohl, das ist so eine geringe Wahrscheinlichkeit. Wie sieht's jetzt mit dem Gedicht aus? Ist er jetzt so leichter zu beeinflussen? Nee. Und hier? Ändert nichts. Ändert alles nichts. Nee. Ich versuch's nochmal mit dem Beeinflussen. War zwar eigentlich gerade noch in England beschäftigt, aber Alter, ich könnte tatsächlich den Anspruch auf das Königreich erwirken. Auf das gesamte Königreich, wo bemerkt. Ich bin gerade mal Herzog geworden. Es fehlt nicht mehr viel. Er mag den König Arnulf ein bisschen, deswegen habe ich ein bisschen Abzug, okay. Arnulf hat auch tugendhafte Eigenschaften und gleichzeitig aber auch sündhafte, und das ist mein Vorteil gerade. Und hat meine Beziehung zum Papst. Die ist auch ganz gut. Und dass ich seine Sprache spreche. Okay. Ich pinne mir den mal an hier. Damit ich es nicht vergesse. Pädagogik, Diplomatiestufe für Eleonora plus 1. Wunderbar. Oh, ihr Mann ist schon erwachsen, ne? Bei ihr fehlt auch nicht mehr viel. Noch ein paar Jährchen, dann geht's los hier. Er hat einen Anspruch auf Osiray. Er ist aber nicht Erbe geworden? Nee. Sein Bruder ist Erbe geworden. Ah, okay. Er ist dann aber wenigstens in der Erbfolge, falls der Bruder sterben sollte. Was mit 41 schon jeden Tag passieren kann, vor allem in Irland, wenn du mal aus dem Pub rausstolperst, den es damals schon gegeben hat, bestimmt, kann es mal schnell passieren. Oder wenn du reinstolperst, nicht rausstolperst. Klischee. Ich weiß, Klischee. Nicht jeder Ehre ist so. Aufgabe beendet. Trotz all unseren Bemühungen haben meine Agenten noch nichts gefunden. Nö, du such mal weiter. Wenn es irgendetwas gibt, werden wir es finden. Dann hat er nämlich jetzt nur gerade eben nichts gefunden und nicht, dass da nichts wäre. So, liebe Leute, macht das mit dem Rauch nicht nach. Es ist sowieso schädlich. Wie sieht es denn hier langsam mal mit der Erbschaftsgedönse aus? 9 Jahre noch, okay. Oh, ist aber schon deutlich schneller geworden. Ja, natürlich ist es deutlich schneller geworden. Ich bin doch jetzt Kulturoberhaupt. Ja. Stimmt, ich bin ja jetzt Herzog. Der vorige Herzog war doch so ein ungebildeter Halunke. Und ich bin doch jetzt hier mit Bildung 35 natürlich ganz weit oben dabei, dass halt diese Kulturforschung recht schnell geht hier. Aber da steht es auch bei der Bildung, ja. Steht ja da. Noch 9 Jahre. Halten wir die durch? Bestimmt. Ich könnte jetzt auch eigentlich mal sagen, theoretisch, ich könnte versuchen, ja, das wäre eine Idee, dass ich jetzt bei dem Lebenswandel hier auf Körper auch gehe, um noch so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Wäre eine Idee. Ja. Frömmigkeitsstufe. Kirchliche Meinung. Das heißt, in dem Fall wäre es dann 20. Okay,
Papst Alexander soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Hierzu kann ich meinen nächsten Sendschreiben an seinen Hof ein Kompliment beifügen. Ich werde darauf achten, seinen unerschütterlichen Glauben zu loben, oder ich halte den Brief kurz und professionell. Ja, ist bestimmt unerschütterlich hier. Keine Wahrscheinlichkeitsberechnung da. Plus 10 oder minus 5. Er hat noch nicht geantwortet. Ah, minus 5, nein. Nee, im Moment minus 3 nur. Okay. So, hier kann geheiratet werden mit der Gräfin aus Frankreich da drüben, genau. Also die Schwester der Gräfin. Ja, damit müsste dann jetzt auch ein Bündnis zustande kommen. Wunderbar. Unsere letzten Briefwechsel waren mir ein Quell der Freude. Habe ich mich jetzt verguckt? Er hatte doch vorher mehr. Ich kann nicht umhin anzunehmen, dass wir beide von häufiger Kommunikation profitieren werden. Ausgezeichnet. Plus 10. Bin ich jetzt blöd oder so? Moment. Oh, er ist verwundet. Minus 13. Wir hatten doch vorher... Das ist weniger geworden. Hä? Warum ist das jetzt... Warum ist die Meinung jetzt weniger geworden? Wir haben es doch geschafft gehabt. So, gut, hier, Aufgabe beendet. Kein Geheimnis aufgespürt, Hochzeit ist durch. Was ist hier oben los? Ich darf jetzt einen Krieg. Ein Anspruch. Oh. Unsere Schwiegertochter hat einen Anspruch. Aber wegen einer Grafschaft meint doch keinen Krieg. Da meint doch lieber gleich fürs ganze Königreich. Problem ist natürlich, er hat so dermaßen viel Gold, der würde mir in einer Tour Söldner auf den Hals setzen. So, nee, lass mal. Weiterlaufen lassen. Mit dem nächsten Gold wollte ich ja Ritter anwerben, habe ich gesagt. König Arnulf. Ich beschleunige mal hier den ganzen Bums. Wenn jetzt gerade nichts passiert. So, 70, 80. Okay, kleiner Hafen ist fertig gebaut. Sehr schön, das heißt, wir kriegen jetzt noch mehr Kohle raus. Super. Und dann werde ich jetzt mal Ritter einladen. Kostet mich, glaube ich, Prestige. Ich habe auch wirklich nur diesen einen hier am Hof. Und der ist schon so alt, der wird bald sterben. Das wäre Geldverschwendung. Warte mal, den zwingen wir. Spielererbe ist verboten. Ja. Ach Mensch, siehst du, da fällt mir auch ein. Eine Sache müsste ich mal machen. Kontrolle. Voll vergessen hier. 16 Monate, gut. Ja, sie wächst schon. Und jetzt aber nochmal hier und da und dann Ritter einladen. Kostet mich 150. Okay, ja. Gucken wir mal. Könnte natürlich auch eine Pilgerreise versuchen zu unternehmen danach. Aber ich bin nicht so wirklich religiös angehaucht, ne? Nee, ich bin eher gebildet. So, Zeit wieder vergessen laufen zu lassen. So, jetzt sind wir wieder bei 6 maximalen Domänen. Ah. Da muss ich selbst noch geskillt haben. Ein Ritter ist eingetroffen. Ein 17er. An den Hof rekrutieren würde mich 90 schon kosten, Alter. Mein Bischof Liutbrand tritt auf einen Wink zu mir in den Kreis aus Messingkugeln. Achso, jetzt heißt es hier wieder Engel beschwören. Nee. Da halten wir es mal schön raus. Meinung bei ihm anheben.
Oh, wartet mal. Mittlerweile 97%, dass es klappt und ihr 100 Bildungslebenswandel bekomme? Ja, da kann ich nicht nein sagen. Sehr schön. Ich pinne den mal an hier. So. So. Papst Alexander nicht beeinflusst, okay. Er hat nichts gefunden. Such weiter. Wir finden schon noch was. So. Mist, jetzt habe ich wahrscheinlich Nee, warte, hier war Höflinge. Nee, doch nicht. Alles gut. Ich habe keinen Gast weggeklickt, kein Ritter. Wann kommt der nächste Ritter? Diener der Ehrlichkeit. Ich war erschüttert, als ich Enora dabei erwischte, wie sie aus der Reisetour vom Bürgermeister Kaderwan stehlen wollte, der gerade zu Besuch ist. Sie gestand, gedacht zu haben, sie könnte damit davonkommen. Nun aber wisse, dass es falsch gewesen sei. Dabei wird sie auch ehrlich. Okay. Da fällt mir ein, kann ich nicht auch noch hier irgendwas mit Außenbeziehungen verbessern? Ja schon, aber es wäre nur die direkte Umgebung. Ein Ritter! Ein 16er. Der mich 80 kostet. Den nehme ich erstmal. Glaube ich, oder? Nee, ich weiß noch nicht. Ich pinne wieder an, ich vergleiche die dann. Ich werde mir erstmal nur einen der drei leisten können. Am Anfang. Und ich höre jetzt auf, beim Papst Geld einzufordern. Sonst kriege ich nie meine Ansprüche durchgesetzt hier. Immer noch keinen Verbündeten, aber er kriegt immer mehr Truppen. Er erholt sich so langsam. Oh, was jetzt los hier? Warte jetzt. Verbluten? Ich inspiziere gerade die Krankenstube der Kaserne, als ein schwerverletzter Soldat hereingebracht wird. Er verliert zu viel Blut. Wo ist der Arzt? Der Heiler ist unauffindbar. Mir läuft es kalt über den Rücken hinunter. Ich bin vielleicht die letzte Hoffnung dieses Soldaten. Plötzlich steht wie aus dem Nichts Graf Simon von Valeux an meiner Seite. Er krempelt die Ärmel hoch und schaut mich an. 10er Bildung, weiser Mann, Theologe, Denker, kein Arzt. Prozent Erfolg schafft, dass Graf Simon mein Freund wird? Gueretan, wie auch immer, bla bla, wird sich meinem Hof anschließen? Er, ja, ja. Ach, da Kämpfer, immerhin, jo, warum nicht? Und die Eigenschaft stark und Belagerer. Und ich erhalte ein starkes Druckmittel gegen ihn, was mir aber nicht viel bringt, weil er hat keine Ansprüche oder so. 0% Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt. Alles klar. Das ist wirklich mein Bildungswert. Krass. Alternativ 100% Erfolg, dass ich 300 Lebenswandel bekomme. Und er sich meinem Hof anschließt. Aber ich dann die Freundschaft nicht bekomme zu Graf Simon. Der wiederum hier oben seine Grafschaft hat. Aber will ich gerade Freunde? Das ist die andere Frage. Brauche ich Freunde? Es geht ja in die Richtung, wo ich hin möchte. Ach, er ist auf Schwerpunkt Medizin. Daher kommt das bei ihm. Ich lasse ihn verbluten. Er hat es nicht besser verdient. Was? Nee. Ich nehme den Lebenswandel. 300 Punkte ist mächtig gewaltig viel. Zack. Mein Patient schreit und schlägt um sich, obwohl drei ausgewachsene Soldaten ihn niederhalten. Ist jeder Schritt ein Kraftakt. Doch mein Wissen lässt mich nicht im Stich und meine Hände bleiben ruhig. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es geschafft habe, aber am Ende sieht es so aus, als würde der Soldat überleben. Seine Kameraden klopfen mir auf die Schulter. In diesem Augenblick ist die Erleichterung stärker als die Etikette. Danke, mein Fürst. Ohne euch hätten wir ihn verloren. Da haben wir jetzt ein starkes Druckmittel, verwundet.
Ich glaube, in der Zeit waren Freunde und Geld wichtiger als alles andere. Theoretisch ja. Und Angelique fragt den ganzen Chat, sagt mal, was macht ihr gerade alle so? Ja, Lurken, merkst du doch, alle ruhig, alle still. Ist aber in Ordnung, wir haben ihn sehr gut behandelt. Okay. Ist ein achter Kämpfer, naja, immerhin. Er gehört einem Haus an, wo er das letzte lebende Mitglied ist, okay. Achso, er ist ja jetzt auch automatisch schon mein Ritter, stimmt. Stark. Stark könnte vererbt werden, wenn ich jetzt noch ein weibliches Familienmitglied hätte, ne? Ja, wunderbar. Da ist er automatisch Ritter geworden. Haben wir wieder 9 von 9. Wo ist er? Hier, Zwing. Aber ich warte auf den nächsten Ritter, Da ist er doch schon, wunderbar. Ein 19er. Und der ist ebenfalls stark. Wow. Anpin. Also. Wir haben hier einen 17er, einen 16er und einen... Wo ist er denn? Wo ist der 19er hin? Hallo? Ich würde gerne draufklicken. Bitte lass mich draufklicken, danke. Der Beste. Ja, er ist der Beste der drei. Den rekrutieren wir für 58 Gold, inklusive vererbbare Merkmale, Todesverluste höher beim Feind und ein zäher Soldat. Ja. Nur dumm, dass er keusch ist, zwecks Vererbung und so, ne? Aber kriegen wir schon hin. Den nehmen wir, alle anderen fliegen jetzt hier aus der Markierung raus. Und dem sagen wir dann natürlich mit seinem 19er Wert, ist er tatsächlich gerade der Beste, den wir haben. Besser als unser Ratsspitzel, der sonst Befehlshaber war. Alles klar. Servus. Achim, grüß dich. Mensch, voll überlesen. Hi. Na, alles fit bei dir. Danke dir, Decker. So. Mein Herr Papst, wie sieht's denn mittlerweile mal aus hier? 73 haben wir wieder. Okay, es ist wieder besser geworden. Anspruch erbitten. Minus 16. Na! Der Arnulf ist gerade selbst auch dabei, seine Meinung bei ihm zu verbessern. Und das noch mit Erfolg, so wie es ausschaut. Dammit. Geht so bei dir? Alles gut? Ja, ich hab Urlaub. Versuche jetzt jeden Tag zu streamen, wenn es geht. Morgen auch nochmal von 16 bis kurz vor 20 Uhr aber nur, weil danach ist wieder Satisfactory-Aufnahme geplant. Und Donnerstag denke ich auch wieder 16 bis irgendwann. Und Freitag gucken wir mal, da könnt ihr dann abstimmen, denke ich, was wir streamen. Ob Patricia und Kalchas oder CK3 nochmal durchziehen. Und Samstag, Sonntag gucke ich mal. Muss ja auch noch für nächste Woche, muss ich auch noch vorproduzieren mit Cookie zusammen für Project Zomboid. Habe ich jetzt 2 Tage in Folge schleifen lassen, dummerweise. Habe ich ein bisschen verpeilt. Aber morgen möchte ich mich mit ihm zusammensetzen und eventuell nochmal Donnerstag, wenn wir morgen nicht so viel schaffen sollten. Ich will ja Cookie da auch nicht zwingen, jetzt hier durchzuprügeln. Ich krieg's einfach nicht hin bei ihm, ey. Meine, was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre. Warte, was? Ich kann mich verlassen. Ich könnte mich vasalisieren lassen. Warte mal, ich bin ein unabhängiger Herzog. Könnte mich vasalisieren lassen? Was? Gibt es nicht irgendwelche Titel? Nee, nur Gesetze. Ich kann gerade keinen weiteren Titel schaffen. Okay. Na, wenn ich ihm den Krieg erkläre, ist der wieder gleich dabei. Das ist doof für mich. Erstmal nehmen wir hier noch den Lebenswandel dazu. Die Frömmigkeitsstufe, die nehme ich jetzt noch einmal mit dazu, ja. Dann haben wir mich jetzt in plus 20 durch unsere Frömmigkeit. Tyranneizuwachs minus. Glaubensgeschwister plus 5.
Die Eigenschaft Theologe, das wiederum brächte plus 3 Bildung noch einmal und monatliche Frömmigkeit dazu. Schreiben, dafür muss man doch klug sein, oder? Naja, mit Dune sollte es gehen, dann fällt es nicht so auf. Da müsste man aber auch wieder lesen können, Gandalf. Nutzt du den Dune mit Buchstaben oder Bilder? Nee, es würde zwar Vorteile bringen über den Papst. Fortschrittstempo und so weiter und so fort. Aber ich denke, der größere Vorteil liegt echt daran, wenn ich mich jetzt in die Richtung dann jetzt bei gesunder Körper schlage, damit ich halt so lange wie möglich lebe. Ich darf ja mittlerweile auch den Schwerpunkt wechseln, ne? Ich darf mittlerweile den Schwerpunkt wechseln. Verliere dadurch allerdings 2 Bildung. Hier war Entwicklungszuwachs 15 und Bildungszuwachs 35. Hier wiederum ist es meisterhafter Philosoph 40%. Bringt mir 8 Bildung. Nee, ich bin ja schon meisterhafter Philosoph. Macht es gerade Sinn, den Schwerpunkt zu wechseln? Hat da jemand eine Ahnung von? Kann mir da was sagen? Achim schreibt, ich muss mich ablenken, habe letzte Woche leider einen schweren Verlust hinnehmen müssen. Ach je, mein herzliches Beileid. Mensch, was ist denn passiert, wenn ich fragen darf? Also, wenn du drüber reden möchtest, ne? Muss natürlich nicht. Deine Frau? Scheiße. Mensch, Achim, das tut mir voll leid, ey. Boah, krieg grad Pipi in den Rogen, ey. Mensch. Ein Hirnödem. Ach, Mann. Mein allerherzlichstes Beileid, Achim. Aber gut, du wolltest abgelenkt werden? Dann lenke ich dich jetzt mal ab. Mach mal so, ja? Bitte gerne doch, nicht zu danken. So, also, Gesundheit, kleiner Bonus, wäre jetzt schon automatisch drin. Doch, es macht Sinn. Wir machen das jetzt so. Jetzt gehen wir auf die Unsterblichkeit sozusagen zu, auf die Langlebigkeit. Denn der gute Mann ist ja auch schon 42 Jahre alt und es kann halt auch jederzeit passieren, dass er halt umfällt sozusagen. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Oh, guck mal hier, St. Brieg hat sich jetzt schön hervorgehoben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also was die Einnahmen angeht. Genau, wie Angelique schreibt, hier wirst du auf jeden Fall abgelenkt, wir schreiben nur Schwachsinn. Das gibt's doch nicht, ey. Er findet einfach nichts. Papst nicht beeinflusst, komm, helf mir mal. So. Er findet einfach nichts, das ist natürlich blöd. Atü, was hältst du langsam mal hier von der Schwangerschaft? Wir bräuchten langsam auch mal ein paar Enkel. Wassermarsch, ey, ist ja wie Arsch auf einmal, Alter. Ich hab gerade getrunken, als du es gewürgt hast. Mischkultur, Jutti, interessiert mich gar nicht. Da irgendwo in der Mongolei. Aber ich denke, einen Schwerpunkt zu wechseln wäre nicht gut. Zu spät. Jetzt muss ich 5 Jahre warten. Den Vorteil, den ich jetzt gesehen habe, ist, wir haben Schwerpunkt auf Medizin und dadurch habe ich einen Bonus bekommen auf meine Gesundheit, einen kleinen Bonus. Schon mal der erste Schritt. Der nächste wird, glaube ich, sein, die Schwerpunkte, die beeinflussen, glaube ich, die Ereignisse, die getriggert werden. Mehr Kontrolle ist durchgeführt, sehr schön. Dann möchte ich jetzt mal, dass du meine Leute trainierst. Und nicht mehr die Aufgebote anhebst, die übrigens immer weniger werden. Was denn da los? Mein Vasall wird schwächer, kann das sein? Ja, eigentlich wird er stärker. Aber pleite ist er ein bisschen. Aber nicht mehr lange, okay. Nicht mehr lange. Was hast du jetzt für einen Anspruch? Achso, okay. Ich würde ihm so gern den Titel aberkennen, aber es ist wieder tyrannisch und das ist schade. Einmal Spam und so, haha. Jo.
Ach, wisst ihr was? Machen wir mal kurz Emote? Ja, warte mal. Emote-Modus. Wo ist er hier nochmal? Ich finde ihn gleich da. Nur Emotes. So, haut mal rein. Haut mal alle eure Emotes rein. Da sind ein paar schöne dabei, habe ich schon letztes Mal gesehen. Oder Mike, in der Zeit machen wir eine kurze Pause, weil ich mal schon wieder auf Klo. So. Bin gleich wieder da.